Die Ottonen verdanken ihr, dass Magdeburg im 10. Jahrhundert europäisches Machtzentrum war. Gemeinsam mit Otto dem I. beherrschte Adelheid ein Kaiserreich von der Elbe bis zum Mittelmeer. Überall dort gibt es noch heute Spuren ihrer klugen Netzwerke. Sie sicherte die Macht der ottonischen Dynastie über drei Generationen. Im Dom zu Meißen findet sich das bekannteste Bildnis dieser einzigartigen Frau, die die kaiserlichste aller Kaiserinnen genannt wurde. Einer starken Frau, die die vorgegebene Rolle einer Herrschergemahlin und Mutter weit hinter sich ließ. Es gibt durchaus die Möglichkeit, in ihr sogar die Frau zu sehen, die Otto den Großen zum Kaiser gemacht hat. Im französischen Cluny, dem Ort von Adelheids Kindheit, liegt die Chronik des Abtes Odilo. Seinen Aufzeichnungen verdanken wir das Wissen über die wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben. Ihn, einen langjährigen Vertrauten, dessen Kloster sie zeitlebensreich beschenkt, beauftragt die 68-jährige Kaiserin mit der Niederschrift ihrer Biografie. Vielen vergalt sie Böses mit Gutem. Und nach der Vorschrift des Herrn vergab sie ihren Beleidigern vor Sonnenuntergang. Empfangene Beleidigungen trug sie nicht nach, sondern überließ alles dem Herrn. So schildert uns der dankbare Abt von Cluny den Charakter Adelheids. Seine Aufzeichnungen sorgen dafür, dass sie im 11. Jahrhundert sogar heilig gesprochen wird. Doch hätten Güte und Sanftmut genügt, um die Kaiserkrone zu erringen, wäre Adelheid allein mit Gottvertrauen zur mächtigsten Frau des Römischen Reiches aufgestiegen. Alles begann, als ich noch ein kleines Mädchen war. In Burgund, im Alpenland rund um den Genfer See, wächst Adelheid auf. In Saint-Maurice liegt das Machtzentrum des Königs von Burgund, Adelheids Vater. Hier ist die Fünfjährige Zeugin eines großen Ereignisses, das ihr Schicksal bestimmen wird. Sie erlebt, wie ihr Vater, König Rudolf, das Wertvollste, das seine Familie besitzt, an das Herrscherhaus der Ottonen verschenkt. Die Heilige Lanze. Die Heilige Lanze ist deshalb so wichtig für ihn, weil sie ja eben diesen Nagel, so glaubt man jedenfalls in der Zeit, vom Kreuz Christi in sich birgt. Im Lanzenblatt, das ja ausgestanzt ist, befindet sich ein Nagel, der als Nagel vom Kreuz Christi angesehen wird. Deshalb ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Reliquie. Also etwas Hochwertigeres gibt es kaum, wenn nicht das Heilige Kreuz selbst. In den Besitz der Heiligen Lanze gelangte Adelheids Vater, als er einige Jahre auch Italien regierte. Jetzt streckt der neue italienische König, Hugo, seine Finger begehrlich aus nach Burgund. Zudem bedrohen die Ungarn die Grenzen von Burgund, aber auch die des ottonischen Herrschaftsbereiches. Deshalb besiegelt König Rudolf mit der Heiligen Lanze das Bündnis mit den Ottonen. Man schloss ein Bündnis untereinander und tauschte dabei die Reliquien, auf die man dieses Bündnis beschwor, aus, damit die Heiligen, deren Reliquien man besaß, und in diesem Falle bei der Heiligen Lanze natürlich die wertvollste Reliquie, die es gab, eine Berührungsreliquie Christi, diese Reliquien garantierten, dass dieses Bündnis Bestand hatte. Und insofern ist die Übergabe der Heiligen Lanze sicher für die gesamte Geschichte Adelheids ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Thronfolger Otto nimmt das symbolträchtige Geschenk entgegen. Otto gefiel mir auf den ersten Blick. Er war jung und stark, aber es dauerte viele Jahre, bis ich ihn wieder sah.
Schon zwei Jahre später erweist sich das neue Bündnis als nützlich. Am 11. Juli 937 verliert Adelheid ihren Vater. Bestattet wird König Rudolf in St. Maurice, neben dem Grab des heiligen Mauritius. Der Legende nach soll Mauritius einst selbst Besitzer der heiligen Lanze gewesen sein. Der heilige Mauritius und die heilige Lanze. Beide Symbole der mittelalterlichen Glaubenswelt werden in Adelheids Leben stets eine wichtige Rolle spielen. Mit dem Tod des Königs sind Adelheids Heimat und ihre Familie in höchster Gefahr. Vor allem der Thronfolger, Adelheids Bruder Konrad. Er wird zu den Verbündeten nach Magdeburg gebracht. Mein Bruder war in Sicherheit bei König Otto, unserem Freund. Aber für meine Mutter und mich wurde es sehr schwer. König Hugo von Italien wittert seine Chance. Würde er die Witwe heiraten, fiele die Krone von Burgund an ihn. Kurzerhand lässt er die Königin und ihre Tochter von seinem engsten Vertrauten und Berater Markgraf Berengar gewaltsam entführen. Dieser verfluchte Beringer. In diesem Moment habe ich mir geschworen, so etwas wie meiner Mutter soll mir niemals passieren. Ich will über mein Schicksal selbst bestimmen. Doch gegen ihre Verschleppung nach Italien kann sie sich nicht wehren, ebenso wenig wie ihre Mutter. Eine Königswitwe im Mittelalter hatte zwei Möglichkeiten: eine neue Heirat oder das Kloster. Königin Bertha wurde zwangsverheiratet mit dem italienischen König Hugo, ihre Tochter Adelheid mit dessen Sohn Lothar verlobt. Sie kommt an einen Hof und in eine Welt, wo im Grunde genommen wirklich Gewalt, Machtkämpfe, dann aber auch sexuelle Exzesse, uneheliche Kinder und Ähnliches wirklich an der Tagesordnung waren. Und man muss sich das kleine Mädchen in solchen Verhältnissen vorstellen. Es ist eine harte Zeit, in der sie selbstständig geworden ist. Ich denke, das muss man so sagen. In der sie frühzeitig selbstständig wurde, frühzeitig gelernt hat, sich auch durchzusetzen, frühzeitig auch gelernt hat, verschiedene Kulturen aufzunehmen und damit umzugehen. Adelheids Lehrjahre, aber auch Jahre des Glücks. 947 läuten in Pavia die Hochzeitsglocken. Die Tochter hat es besser getroffen als ihre Mutter. Am italienischen Königshof erhält sie eine standesgemäße Bildung und Erziehung. Ihr gleichaltriger Ehemann entpuppt sich als gebildet und liebevoll. An Lothars Seite wird sie mit 18 Jahren, nachdem sein Vater Hugo gestorben ist, Königin von Italien. Und nicht nur das. Ihr Gemahl macht sie auch zur reichsten Frau des Landes. Er schenkt ihr 21 große Königshöfe, 6 Klöster, tausende Bauernhöfe, Jagdgebiete und vieles mehr. Zudem kann sie, wie damals nur eine Frau in Italien, über ihren Besitz selbst verfügen. Diese Freiheit wird Adelheid ihr ganzes Leben lang verteidigen und klug nutzen. Man sieht, dass Lothar sich auch um seine Braut gekümmert hat, dass er sie auch beschenkt hat. Das ist ganz offenkundig. Die beiden haben sich, das ist jedenfalls mein Eindruck, gut verstanden. Aber noch wichtiger, mit dieser Urkunde vom 31. März 950 macht König Lothar seine Frau zur Consors Regni Nostri, zur Gefährtin unserer Königsmacht. Man hat ja immer betont, dass Adelheid eine neue Stellung als Königin und dann auch als Kaiserin später innegehabt habe, weil es die sogenannte Consors-Regni-Formel gibt. Sie hat offensichtlich großen Einfluss auf die Entscheidungen ihres Gatten gehabt. Sie hat auch Kontakte zu Ratgebern gehabt, war gut vernetzt, würde man heute sagen. Es ist erstaunlich, wie strategisch klug Adelheid schon als ganz junge Königin diese herausgehobene Stellung nutzt. Als offiziell anerkannte Mitregentin schließt sie, wie einst ihr Vater,
Freundschaftsbündnisse. Aus ihrem Vermögen tätigt sie reiche Schenkungen an Kirchen und Klöster, wovon sich in Italien noch heute viele Zeugnisse finden. Sie knüpft zahlreiche Kontakte zu den Großen und Mächtigen Italiens, darunter auch der Bischof von Reggio. Dieses politische Netzwerk wird ihr wenig später sogar das Leben retten. Denn noch immer hat sie einen mächtigen Widersacher am Königshof, dem die Großzügigkeit und Eigenständigkeit der Königin ganz und gar nicht schmeckt. Ihr verschleudert das Vermögen der Krone. Ihr irrt, Berengar. Ich tue es, weil ich die Krone und die Familie stärken will. Markgraf Berengar von Ivrea, ihr einstiger Entführer, ist noch immer höchster königlicher Berater und einer der mächtigsten Männer Italiens. Solange Adelheid Vertrauen und Schutz ihres Gatten genießt, kann er ihr nichts anhaben. Doch Berengar strebt selbst nach der Macht in Italien. Nach nur 3 glücklichen Ehejahren bricht neues Unheil über Adelheid herein. Im Sommer 950 stirbt Lothar ganz plötzlich. In der Kirche San Ambrogio in Mailand, wo schon 3 italienische Könige vor ihm bestattet wurden, lässt Adelheid ihren Mann begraben. Zeitgenössische Quellen vermuten, dass Berengar die Hände im Spiel gehabt habe bei Lothars Tod. Nicht zufällig gibt es ja Gerüchte, dass vielleicht dieser Berengar ihren Mann vergiftet habe und so weiter. Es würde natürlich die Haltung Adelheids gegenüber Berengar gut erklären. Mörder. Ende 950 krönt sich Berengar zum König von Italien. Einzig Adelheid mit ihrem berechtigten Thronanspruch ist ihm und seiner Frau Villa noch im Weg. Das wirst du büßen, Berengar. Einer Königin von Italien raubt man nicht ungestraft die Freiheit. Berengar von Ivrea gehört zur politischen Elite Oberitaliens. Er sieht aber andererseits auch, dass Adelheid die legitime, rechtmäßige Königin ist, ohne die er den Griff nach der Königswürde gar nicht wagen kann. Am 20. April 951 lässt Berengar die Königin und ihre Getreuen auf der Burg Como in den Kerker werfen. Adelheids Leben ist ernstlich in Gefahr. Sie wurde in schamloser Weise unschuldig gefangen, durch Quälereien geängstigt, an den Haaren gerissen, mit Faustschlägen und Fußtritten misshandelt. So berichtet es Odilos Chronik. Da entsinnt sich Adelheid ihres Verbündeten im Norden, Ottos des Ersten, des Empfängers der Heiligen Lanze, an dessen Hof in Magdeburg auch ihr Bruder lebt. Otto ist nicht nur ein starker Herrscher, sondern auch Witwer. Seine Frau Egdita ist 4 Jahre zuvor gestorben. Otto war genau der Richtige. Nicht nur, um Berengar loszuwerden. Otto muss um 950 bereits einen Ruf gehabt haben, ein erfolgreicher König zu sein. Ein König mit einem schlagkräftigen Heer, der in der Lage ist, sich durchzusetzen und der in der Lage ist, ihr auch zu helfen. Mit Hilfe ihres italienischen Netzwerkes, vor allem des Bischofs von Reggio, schickt Adelheid eine Botschaft an König Otto mit der Bitte um Unterstützung gegen Berengar. Ob sie ihm in diesem Brief auch eine mögliche Verbindung in Aussicht stellt, ist nicht überliefert, aber denkbar. Am 20. August 951 gelingt es ihr zu entkommen. Dass die Daten von Gefangennahme und Flucht der Königin so exakt überliefert sind, verdankt die Nachwelt Adelheid selbst. In der Hauschronik der Ottonen, dem Merseburger Nekrolog, der heute in der Domstiftsbibliothek von Merseburg verwahrt wird, hat sie später diese beiden Schicksalstage eintragen lassen.
Aus Odilos Chronik kennen wir die Umstände ihrer Flucht. Vor Berengars Häschern muss sie sich in einem Kornfeld verbergen. In einem Sumpfgebiet wäre sie fast verhungert. Erst als sie das Bistum Reggio erreicht, ist sie in Sicherheit. Auf der Burg Canossa, die einem Lehnsmann des Bischofs gehört, ist sie außer Gefahr. Etwa zur selben Zeit zieht König Otto über die Alpen und nimmt Pavia ein, kampflos, denn Berengar war geflohen. Kaum zwei Monate später wird die Basilika San Michele in Pavia wieder Schauplatz eines glücklichen Ereignisses. Adelheid ist 20 Jahre alt und heiratet zum zweiten Mal. Ihren Bräutigam hat sie selbst gewählt. An seiner Seite wird sie Königin von Italien und im Reich der Ottonen. Auch Otto, doppelt so alt wie seine Braut, dürfte zufrieden gewesen sein. Dank Adelheids Herrschaftsrecht bekommt er, was jeder König des Mittelalters begehrt, die Krone Italiens, den Schlüssel zum Tor in die romanische Welt. Die Verbindung zwischen Adelheid und Otto ist eine weichenstellende Aktion gewesen. Damit wurde das Reich südlich der Alpen und das Reich nördlich der Alpen miteinander verknüpft. Insofern waren die beiden eigentlich, wenn man dynastisches Denken zugrunde legt, also das Interesse von Adels- und Königsfamilien, dann waren die wie füreinander geschaffen. Es kann auch einfach Liebe gewesen sein, aber das ist wirklich nur spekuliert. Am 9. Oktober 951 werden Adelheid und Otto I. in Pavia getraut. Eine Heirat mit europäischer Dimension. Der neuen Familie gehören die Königreiche Italien und das der Ottonen, zu dem Burgund, wo Adelheids Bruder Konrad inzwischen König ist. Damit und mit der Kraft der Heiligen Lanze hat König Otto die besten Aussichten auf die Kaiserkrone. Im Februar 952 bricht der Hofstaat auf nach Norden. Zu Ostern erreicht das Paar Magdeburg, Ottos Lieblingspfalz. Hier entdeckt Adelheid ein Stück ihrer Heimat Burgund wieder, den heiligen Mauritius. Diese Urkunde belegt, dass die Ottonen dem Schutzheiligen ihrer Kindheit sogar ein ganzes Kloster geweiht hatten. Das heute unter dem Magdeburger Dom liegende Mauritiuskloster. Doch schon ein Jahr nach ihrer Flucht aus Berengars Fängen muss Adelheid erkennen, dass sie ihren Widersacher keinesfalls besiegt hat. Berengar hat es tatsächlich gewagt, aus seinem Fluchtnest in Italien an den Hof Ottos und Adelheids zu kommen. Verzeihung will er erbitten. Und wenn schon nicht die Königswürde, so doch erneuten Einfluss in Italien. Was will Berengar von dir? Ich werde nicht zulassen, dass du ihn empfängst. Niemals! Die Tradition verlangt, dass ich seine Unterwerfung annehme und milde walten lasse. Ich weiß. Aber zu sehr hat er mich gedemütigt. Otto der Große wird sehr früh erkannt haben, dass Adelheid von einer anderen Art ist als die Gemahlin, die er vorher hatte, Edgitta, die eben nicht in dieser Weise in den Vordergrund getreten ist. Adelheid ist von Anfang an eine mitherrschende, mitregierende Königin. An diesem Tag wird allen klar, dass sie mit dieser Königin zu rechnen haben. Also gut. Berengar soll warten. Erst nach drei endlos langen Tagen empfängt Otto den Markgrafen. Ein politischer Skandal, aber Adelheids Genugtuung. Seit den Kaiserinnen der römischen Antike hat keine Frau mehr gewagt, so unmittelbar in die Politik einzugreifen. Drei Monate später weist das Königspaar dem Markgrafen gnädig seinen Platz zu, als Statthalter von Italien.
Die Weltchronik Otto von Freisings zeigt Berengar am 7. August 952 demütig auf den Knien vor dem König. Wenig später droht neue Gefahr. Die Ungarn fallen ein in Ottos Reich. Gegen das gefährliche Reitervolk hatten sich Adelheids Vater und die Ottonen einst verbündet. Otto ist entschlossen, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Als er im Sommer 955 gegen die Ungarn zieht, ist Adelheid schwanger, mit jenem Sohn, der später der Thronfolger sein wird. Ganz sicher hoffte das Königspaar auf die Kraft der Heiligen Lanze, die Ottos Kriegsglück garantieren sollte. Die Bedeutung der Heiligen Lanze für Otto den Großen ist enorm. Den Gipfelpunkt in dieser Entwicklung sehen wir dann in der Schlacht von 955 auf dem Lechfeld gegen die Ungarn, bei der Otto der Große die Heilige Lanze mitnimmt, vor sich herträgt, sozusagen als Symbol, als Garant für den Erfolg und als der Sieg errungen war, ist ja der Ruhm der Heiligen Lanze, nicht nur Otto, sondern auch der Heiligen Lanze, grenzenlos. Nur der erfolgreiche Kriegsherr wird ja anerkannt von seinem Volk, hat die Hilfe und den Segen und das Heil Gottes auf seiner Seite. Ottos Sieg in der Lechfeldschlacht am 10. August 955 beschert ihm und seiner Dynastie einen unglaublichen Triumph. Noch auf dem Schlachtfeld rufen ihn die dankbaren Truppen zum Vater des Vaterlandes aus und erheben ihn quasi zum Kaiser. Mit der Krone Italiens und dem Besitz der Heiligen Lanze eine durchaus realistische Perspektive für Otto den Ersten, der von nun an der Große genannt wird. In der Pfalz Dornburg bringt Adelheid im Dezember 955 einen Sohn zur Welt, Otto den Zweiten. Mit der Geburt des Thronfolgers ist die Erbfolge der Ottonen gesichert. Es ist zu vermuten, dass Adelheids ehrgeiziger Lebenstraum spätestens jetzt Gestalt gewann. Ich will Kaiserin werden. Du verlangst viel, Adelheid. Ich weiß. Noch ist Otto nur Kaiser der Herzen und eine Kaiserin hatte es im Römischen Reich schon seit der Antike nicht mehr gegeben. Doch Adelheid sorgt selbst für die gesetzlichen Grundlagen ihrer Krönung zur Kaiserin. Sie führt mit einem Ordo, dem sogenannten ottonischen Pontifikale, eine sensationelle Neuerung ein. In jedem Fall hat sie dafür gesorgt, dass ein Ordo, also eine Aufstellung, was bei der Krönung mit der Kaiserin passieren würde, gemacht wurde. Und da ist ja auch eine Kaiserinnenkrönung dann vorgesehen, was bis dahin nicht üblich war. Ein Anfang erst. Doch 960 rückt die Erfüllung des Kaisertraums plötzlich in greifbare Nähe. Ausgerechnet Adelheids Todfeind Berengar, den Otto in Italien als Statthalter eingesetzt hatte, liefert den Anlass dafür. In einem Brief an König Otto beschwert sich Papst Johannes XII. Über den Markgrafen und dessen Tyrannei, unter der das Land und selbst Rom zu leiden hätten. Er bittet den König der Ottonen um Hilfe gegen den grausamen Berengar. Ob Berengar weiß, dass er uns das Tor nach Rom öffnet? In Magdeburg fällt Anfang 961 die Entscheidung, mit einem Heer in die heilige Stadt zu ziehen. Zuvor will Adelheid ihre nunmehr drei Kinder in Sicherheit wissen. Ihre beiden Töchter bringt sie ins Damenstift von Quedlinburg, das von Ottos Mutter Mathilde geleitet wird. In Aachen macht das Paar erneut Station. Wieder ist es Adelheid, die hier eine im Norden bislang unbekannte italienische Tradition einführt. Sie lässt ihren fünfjährigen Sohn zum Mitkönig krönen. Hier im Aachener Dom, wo nicht nur sein Vater Otto, sondern schon Karl der Große gekrönt wurde. Am 31. Januar 962 erreichen Otto und Adelheid Rom. Kampflos. Denn Berengar hat sich auf eine sichere Burg in den Bergen zurückgezogen. Der Weg zur Kaiserkrone
den Adelheid Otto durch ihre Heirat eröffnet hat, ist frei. Odilo von Cluny fasst Adelheids Verdienst in den Vers: Der edle König Otto dann durch sie den Kaiserthron gewann. Der 2. Februar 962 ist der Tag von Adelheids Triumph. Sie ist 31 Jahre alt, als ihr ehrgeiziger Traum Wirklichkeit wird. Der für die Rettung Roms und Italiens dankbare Papst salbt und krönt Adelheid und Otto im Petersdom in der Kapelle des heiligen Mauritius. Adelheid ist jetzt Kaiserin des Römischen Reiches. Die Dynastie der Ottonen steigt damit zur europäischen Großmacht auf. In der Rückschau wissen wir, dass diese Verbindung zwischen ihr und Otto dem Großen über Jahrhunderte politisch und kulturell die Weichen gestellt hat. Adelheid ist sicherlich eine entscheidende Person, eine entscheidende Figur für die imperiale Ordnung Europas, die im Grunde ja bis weit in die Neuzeit, wenn man so will, bis 1806 eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Diese Urkunde vom 13. März 962 belegt, dass der neue Kaiser weiß, was er seiner Frau verdankt. Consors Imperii, Teilhaberin der Imperialen, der kaiserlichen Macht, nennt er sie hier zum ersten Mal. 3 Jahre später kann die Kaiserin ein belastendes Kapitel ihres Lebens endgültig abschließen. Auf einer italienischen Bergfestung, in der sich Berengar versteckt hatte, wird er aufgespürt, belagert und festgenommen. Ihr ärgster Feind, der sie einst gedemütigt und bedroht hatte, ist nun selbst ein gebrochener Mann. 966 wird Markgraf Berengar in Bamberg im Kerker sterben. Die nun folgenden 10 Jahre bringen Ruhe und Stabilität in Adelheids Leben. Als herrschende Mitregentin widmet sie sich vor allem der Festigung der ottonischen Kaisermacht. Sie baut ihre Netzwerke aus. Ihre 11-jährige Tochter Mathilde macht sie zur Äbtissin von Quedlinburg. Erst kürzlich wurden von Archäologen in der Krypta von St. Servatius an einer der Säulen Spuren der ältesten Darstellung von Kaiserin Adelheid entdeckt. Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit für die Kaiserin. Davon zeugt auch die überlebensgroße Stifterfigur im Meißner Dom, die im 13. Jahrhundert entstand. Adelheid ist eine ungemein reiche Frau. Das muss man natürlich auch sehen. Sie verfügt über etwa 6.500 Mansen Besitz in Oberitalien. Das ist gigantisch. Sie wird reich beschenkt von Otto dem Großen in Burgund, Italien und ja, dem Reich nördlich der Alpen mit Sachsen. Und aus diesem reichen Besitzfundus kann sie natürlich auch dann Schenkungen vornehmen. Das tut sie auch, was Magdeburg betrifft. Sie beschenkt den heiligen Mauritius reichlichst. Der burgundische Schutzheilige wird nun auch zum Schutzpatron des neuen Erzbistums Magdeburg. Dessen Gründung hatte Otto seiner Frau im Falle eines Sieges gegen die Ungarn in der Lechfeldschlacht geschworen. Nun, im Jahr 968, löst er sein Versprechen ein. Aus der Mauritiuskirche wird der Magdeburger Dom. Noch heute zieren das Innere des gotischen Nachfolgebaus antike Säulen, die Adelheid und Otto einst aus Italien nach Magdeburg bringen ließen. Adelheid reist viel in jenen Jahren. Sie kehrt an die Orte ihrer Kindheit zurück, tätigt reiche Schenkungen und gründet Klöster in ganz Europa. Eines davon im burgundischen Payern.
das sie dem Gedenken ihrer Familie widmet, ein zweites San Salvatore im italienischen Pavia. Beide Klöster unterstellt sie Cluny, dem Kloster in Burgund, dem sie sich zeitlebens eng verbunden fühlt. Wer wollte es ihm verdenken, dass Odilo, der Abt von Cluny, die Tugenden der Kaiserin zum Dank in den höchsten Tönen preist? Und da sie doch als Kaiserin ihren Leib mit prächtigen Gewändern hätte schmücken können, so wollte sie mit dergleichen unnützen Dingen sich nicht beschweren, sondern beschloss, die Armen zu unterstützen. Das Frühjahr 972 bringt Unruhe und Veränderung für die 41-jährige Kaiserin. Theophanu, ihre künftige Schwiegertochter, wird aus Konstantinopel erwartet. Sie ist die Nichte des byzantinischen Kaisers und Braut Ottos II. Mit Theophanu verbinden die Ottonen ihre abendländische Kaiserdynastie mit der des Morgenlandes. Eine starke Frau wünschte sich Adelheid an die Seite ihres Sohnes, des zukünftigen Kaisers. Und die bekommt sie mit Theophanu. Stärker, als ihr bald lieb sein wird. Am 14. April 972 heiratet Otto II. Die Byzantinerin Theophanu in der Peterskirche zu Rom. Nur eine Woche später krönt der Papst sie zur Consors Imperii, zur Mitkaiserin. Dieses Recht hat Theophanu ihrer Schwiegermutter Adelheid zu verdanken. Das neue Machtbewusstsein der Frauen im Reich der Ottonen wird sich mit Theophanu fortsetzen. Dafür hat Adelheid gesorgt. Und damit muss sie sich auch bald auseinandersetzen. Ein Jahr später, am 7. Mai 973, stirbt Kaiser Otto der Große plötzlich in der Kaiserpfalz Memleben im Alter von 61 Jahren. Fleischvergiftung, so wurde vermutet. Der Leichnam wird nach einer prunkvollen Prozession in seiner Lieblingspfalz Magdeburg beigesetzt. Sein Tod macht Adelheid zum zweiten Mal zur Witwe. Doch auf die Teilhabe an der Macht, die ihr Otto eingeräumt hatte, will sie auch jetzt nicht verzichten. Nach wie vor handelt sie, als sei sie die regierende Kaiserin. Aber auch Theophanu ist eine ehrgeizige Frau mit politischen Ambitionen. Zwei Kaiserinnen, nämlich die junge Gemahlin Theophanu und ihre Schwiegermutter am Hof, war eigentlich ein Unding, weil dieser Hof ist rangorientiert und zwei Spitzen gibt es nicht. Und dass im Grunde genommen Adelheid hinter Theophanu zurücktreten konnte am Hof, war eigentlich schwer denkbar. Umgekehrt konnte aber die sozusagen regierende Kaiserin nicht hinter ihrer Schwiegermutter zurücktreten. So ist es nur folgerichtig, dass es in der thüringischen Pfalz Dornburg 975 zum Eklat kommt, der von den Chronisten überliefert ist. Adelheid tätigt, wie sie es seit Jahrzehnten gewohnt ist, reiche Schenkungen an ihre Verbündeten, ohne sich mit dem jungen Kaiserpaar abzustimmen. Man erkennt ja sofort die Spannungen, die zwischen den beiden auftreten. Theophanu wird nach kurzer Zeit die Regentschaft übernehmen. Und das führt sofort zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen den beiden, zu Streitigkeiten, in die auch Otto II. Hineingezogen wird, der Sohn also Adelheids. Er sitzt gewissermaßen zwischen zwei Stühlen, nämlich zwischen den beiden Frauen. Mit deinen maßlosen Schenkungen schmälerst du das Reichsgut. Es ist mein Besitz. Mein Witwengut. Du wirst es auch noch begreifen. Wir brauchen gute Freunde und Verbündete. Wie Adelheid die Situation beurteilte, die ihr sicher bekannt vorkam, kann man Odilos Chronik entnehmen. Zudem fehlte es nicht an schlechten Menschen, welche danach trachteten, zwischen Adelheid und ihrem Sohn Zwietracht zu säen.
Durch Schmeicheleien irregeführt, wandte sich das Herz des Herrschers von seiner Mutter ab. Gibt Adelheid ganz allein Theophanu die Schuld daran, dass der Haussegen bei den Ottonen schiefhängt? Es hat ja offensichtlich da Auseinandersetzungen gegeben, über die wir aber eigentlich nur diffamierendes wissen, dass Theophanu sich da sehr schlecht benommen hätte und so weiter. Wir sind ja leider nur aus der Sicht Adelheids informiert, weil Theophanu hat keinen Biografen und auch Otto II. Nicht, sodass wir eigentlich nur wissen, dass Otto II. Sich gegen Adelheid gestellt hat und seine Frau Theophanu unterstützt hat in dieser Frage. Doch dann ändern sich ganz plötzlich die Bedingungen. Otto II., politisch noch ziemlich unerfahren, führt das Reich in eine tiefe Krise. Den Rat seiner Mutter in den Wind schlagend, zieht er mit seinem Heer gegen Süditalien. Adelheid hatte ihn davor gewarnt, im Gegensatz zu ihrer machtbewussten, weniger auf Ausgleich und Bündnis bedachten Schwiegertochter. Otto aber hat kein Kriegsglück. Seine militärischen Misserfolge und schließlich die vollständige Niederlage seines Heeres schwächen das Reich. Im Dezember 983 die Katastrophe. Mit nur 28 Jahren stirbt Otto II. An Malaria. Als einziger ottonischer Herrscher wird er im Petersdom in Rom bestattet. Der Erbe des Throns, sein Sohn Otto III., ist erst 3 Jahre alt. Eine gefährliche Situation für das Kaiserhaus. Ottos Cousin Heinrich der Zänker ist jetzt der nächste männliche Verwandte und rechtmäßiger Vormund des Thronerben. Doch der Zänker entführt den Kindkönig, reißt die heilige Lanze an sich und setzt sich zu Ostern 984 auf einem Hoftag in Quedlinburg selbst die Krone aufs Haupt. Adelheid erkennt, dass sie sofort handeln muss. Und das tut sie auch. Sie hält sich damals im Pavillon auf. Ihre Schwiegertochter Theophanu ist in Rom und sie nimmt Kontakt mit ihr auf. Diese ganzen Animositäten, diese Streitigkeiten zwischen den Frauen werden schlagartig zurückgestellt. Adelheid ist meines Erachtens die treibende Kraft dafür, die führende Persönlichkeit. Und in dieser Zusammensetzung werden sie jetzt aktiv. Es ist schließlich Adelheid, die gemeinsam mit ihren langjährigen Verbündeten den Zänker in die Knie zwingt und die ottonische Dynastie rettet. Die Pfalz Rohr bei Meiningen wird zum Schauplatz der Unterwerfung des Zänkers. Am 29. Juni 984 muss er in aller Demut den jungen Otto an seine Mutter übergeben. Es ist Theophanus Triumph, aber Adelheids Sieg. Dass dieser Erfolg der jahrzehntelangen Bündnispolitik und den reichen Schenkungen Adelheids zu verdanken ist, scheint Theophanu allerdings nicht begriffen zu haben. Adelheid berichtet Odilo von einem Ausspruch ihrer Schwiegertochter. Falls ich noch ein Jahr lebe, wird Adelheid über nicht mehr Besitz verfügen, als die Spanne einer Hand umfasst. Theophanu wagte es tatsächlich, mir zu drohen. Doch am 15. Juni 991 stirbt Theophanu mit nur 31 Jahren. Für Adelheid ist es die Rückkehr in die aktive Politik. Unangefochten führt die nun 60-Jährige die Regentschaft für ihren Enkel weiter. Sie sorgt für Frieden und Stabilität mit denen, die ihr verbunden sind. Ihr, der kaiserlichen Regentin, die derzeit dem Christenvolk vorsteht, wie sie selbstbewusst schreibt. 994 wird Otto mündig. Die heilige Lanze, das wichtigste Symbol kaiserlicher Macht, das heute in der Wiener Hofburg aufbewahrt wird, gibt Adelheid jetzt in seine Hände. Noch ist Otto III. Nicht Kaiser. Und jetzt bereitet sie sein Kaisertum vor. Und 996 ist auch das erreicht. Und Otto III. Schickt ihr diesen berühmten Dankesbrief. Nun bin ich Kaiser. Du hast mich dazu gemacht. Und meine Auszeichnung ist auch deine Auszeichnung.
996, kann man sagen, war im Grunde der Auftrag, den sich Adelheid selbst erteilt hat, erfüllt. In dritter Generation war das ottonische Kaisertum gesichert und nun konnte sie sich wirklich zurückziehen und mit der Gründung des Klosters Sels sich auf ihre letzten Tage vorbereiten. Das elsässische Kloster Sels, das im 12. Jahrhundert zerstört wurde, bestimmt Adelheid zum Ort ihrer letzten Ruhe. In Cluny aber, dem Kloster, das sie Zeit ihres Lebens großzügig beschenkt hat, bereitet sie ihre Unsterblichkeit vor. Hier lässt sie den Abt Odilo ihre Vita verfassen. So, wie sie von der Nachwelt gesehen werden wollte. Als Mutter der Königreiche, als kaiserlichste aller Kaiserinnen. Am 16. Dezember 999 stirbt Kaiserin Adelheid im Alter von 69 Jahren. Ihre Netzwerke aber funktionieren über ihren irdischen Tod hinaus. 1096 spricht... Schenkungen, schmälerst du das Reichsgut? Es ist mein Besitz. Mein Witwengut. Du wirst es auch noch begreifen. Wir brauchen gute Freunde und Verbündete. Wie Adelheid die Situation beurteilte, die ihr sicher bekannt vorkam, kann man Odilos Chronik entnehmen. Zudem fehlte es nicht an schlechten Menschen, welche danach trachteten, zwischen Adelheid und ihrem Sohn Zwietracht zu säen. Durch Schmeicheleien irregeführt, wandte sich das Herz des Herrschers von seiner Mutter ab. Gibt Adelheid ganz allein Theophanu die Schuld daran, dass der Haussegen bei den Ottonen schiefhängt? Es hat ja offensichtlich da Auseinandersetzungen gegeben, über die wir aber eigentlich nur Diffamierendes wissen, dass Theophanu sich da sehr schlecht benommen hätte und so weiter. Wir sind ja leider nur aus der Sicht Adelheids informiert, weil Theophanu hat keinen Biografen und auch Otto der Zweite nicht, sodass wir eigentlich nur wissen, dass Otto der Zweite sich gegen Adelheid gestellt hat und seine Frau Theophanu unterstützt hat in dieser Frage. Doch dann ändern sich ganz plötzlich die Bedingungen. Otto der Zweite, politisch noch ziemlich unerfahren, führt das Reich in eine tiefe Krise. Den Rat seiner Mutter in den Wind schlagend, zieht er mit seinem Heer gegen Süditalien. Adelheid hatte ihn davor gewarnt, im Gegensatz zu ihrer machtbewussten, weniger auf Ausgleich und Bündnis bedachten Schwiegertochter. Otto aber hat kein Kriegsglück. Seine militärischen Misserfolge und schließlich die vollständige Niederlage seines Heeres schwächen das Reich. Im Dezember 983 die Katastrophe. Mit nur 28 Jahren stirbt Otto II. An Malaria. Als einziger ottonischer Herrscher wird er im Petersdom in Rom bestattet. Der Erbe des Throns, sein Sohn Otto III., ist erst 3 Jahre alt. Eine gefährliche Situation für das Kaiserhaus. Ottos Cousin Heinrich der Zänker ist jetzt der nächste männliche Verwandte und rechtmäßiger Vormund des Thronerben. Doch der Zänker entführt den Kindkönig, reißt die heilige Lanze an sich und setzt sich zu Ostern 984 auf einem Hoftag in Quedlinburg selbst die Krone aufs Haupt. Adelheid erkennt, dass sie sofort handeln muss. Bei Adelheid herein. Im Sommer 950 stirbt Lothar ganz plötzlich. In der Kirche San Ambrogio in Mailand, wo schon 3 italienische Könige vor ihm bestattet wurden, lässt Adelheid ihren Mann begraben. Zeitgenössische Quellen vermuten, dass Berengar die Hände im Spiel gehabt habe bei Lothars Tod. Nicht zufällig gibt es ja Gerüchte, dass vielleicht dieser Berengar ihren Mann vergiftet habe und so weiter. Es würde natürlich die Haltung Adelheids gegenüber Berengar gut erklären. Mörder.
Ende 950 krönt sich Berengar zum König von Italien. Einzig Adelheid mit ihrem berechtigten Thronanspruch ist ihm und seiner Frau Villa noch im Weg. Das wirst du büßen, Berengar. Einer Königin von Italien raubt man nicht ungestraft die Freiheit. Berengar von Ivrea gehört zur politischen Elite Oberitaliens. Er sieht aber andererseits auch, dass Adelheid die legitime, rechtmäßige Königin ist, ohne die er den Griff nach der Königswürde gar nicht wagen kann. Am 20. April 951 lässt Berengar die Königin und ihre Getreuen auf der Burg Como in den Kerker werfen. Adelheids Leben ist ernstlich in Gefahr. Sie wurde in schamloser Weise unschuldig gefangen, durch Quälereien geängstigt, an den Haaren gerissen, mit Faustschlägen und Fußtritten misshandelt. So berichtet es Odilos Chronik. Da entsinnt sich Adelheid ihres Verbündeten im Norden, Ottos I., des Empfängers der Heiligen Lanze, an dessen Hof in Magdeburg auch ihr Bruder lebt. Otto ist nicht nur ein starker Herrscher, sondern auch Witwer. Seine Frau Egdita ist 4 Jahre zuvor gestorben. Otto war genau der Richtige. Nicht nur, um Beringer loszuwerden. Otto muss um 950 bereits einen Ruf gehabt haben, ein erfolgreicher König zu sein, ein König mit einem schlagkräftigen Heer, der in der Lage ist, sich durchzusetzen und der in der Lage ist, ihr auch zu helfen. Mit Hilfe ihres italienischen Netzwerkes, vor allem des Bischofs von Reggio, schickt Adelheid eine Botschaft an König Otto mit der Bitte um Unterstützung gegen Berengar. Ob sie ihm in diesem Brief auch eine mögliche Verbindung in Aussicht stellt, Berengar, den Otto in Italien als Statthalter eingesetzt hatte, liefert den Anlass dafür. In einem Brief an König Otto beschwert sich Papst Johannes XII. Über den Markgrafen und dessen Tyrannei, unter der das Land und selbst Rom zu leiden hätten. Er bittet den König der Ottonen um Hilfe gegen den grausamen Berengar. Ob Berengar weiß, dass er uns das Tor nach Rom öffnet? In Magdeburg fällt Anfang 961 die Entscheidung, mit einem Heer in die heilige Stadt zu ziehen. Zuvor will Adelheid ihre nunmehr 3 Kinder in Sicherheit wissen. Ihre beiden Töchter bringt sie ins Damenstift von Quedlinburg, das von Ottos Mutter Mathilde geleitet wird. In Aachen macht das Paar erneut Station. Wieder ist es Adelheid, die hier eine im Norden bislang unbekannte italienische Tradition einführt. Sie lässt ihren 5-jährigen Sohn zum Mitkönig krönen. Hier im Aachener Dom, wo nicht nur sein Vater Otto, sondern schon Karl der Große gekrönt wurde. Am 31. Januar 962 erreichen Otto und Adelheid Rom. Kampflos, denn Berengar hat sich auf eine sichere Burg in den Bergen zurückgezogen. Der Weg zur Kaiserkrone, den Adelheid Otto durch ihre Heirat eröffnet hat, ist frei. Odilo von Cluny fasst Adelheids Verdienst in den Vers: Der edle König Otto dann durch sie den Kaiserthron gewann. Der 2. Februar 962 ist der Tag von Adelheids Triumph. Sie ist 31 Jahre alt, als ihr ehrgeiziger Traum Wirklichkeit wird. Der für die Rettung Roms und Italiens dankbare Papst salbt und krönt Adelheid und Otto im Petersdom, in der Kapelle des heiligen Mauritius. Adelheid ist jetzt Kaiserin des Römischen Reiches. Die Dynastie der Ottonen steigt damit zur europäischen Großmacht auf.
In der Rückschau wissen wir, dass diese Verbindung zwischen ihr und Otto dem Großen über Jahrhunderte politisch und kulturell die Weichen gestellt hat. Adelheid ist sicherlich eine entscheidende Person, eine entscheidende Figur für die imperiale Ordnung Europas, die im Grunde ja bis weit in die Neuzeit, wenn man so will, bis 1806 eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Diese Urkunde vom 13. März 962 belegt, dass der neue Kaiser weiß, was er seiner Frau verdankt. Consors Imperii, Teilhaberin der Imperialen, der kaiserlichen Macht, nennt er sie hier zum ersten Mal. 3 Jahre später kann die Kaiserin ein belastendes Kapitel ihres Lebens endgültig abschließen. Auf einer italienischen Bergfestung, in der sich Berengar versteckt hatte, wird er aufgespürt, belagert und festgenommen. Ihr ärgster Feind, der sie einst gedemütigt und bedroht hatte, ist nun selbst ein gebrochener Mann. 966 wird Markgraf Berengar in Bamberg im Kerker sterben. Die nun folgenden 10 Jahre bringen Ruhe und Stabilität in Adelheids Leben. Als herrschende Mitregentin widmet sie sich vor allem der Festigung der ottonischen Kaisermacht. Sie baut ihre Netzwerke aus. Ihre 11-jährige Tochter Mathilde macht sie zur Äbtissin von Quedlinburg. Erst kürzlich wurden von Archäologen in der Krypta von St. Servatius an einer der Säulen Spuren der ältesten Darstellung von Kaiserin Adelheid entdeckt. Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit für die Kaiserin. Davon zeugt auch die überlebensgroße Stifterfigur im Meißner Dom, die im 13. Jahrhundert entstand. Adelheid ist eine ungemein reiche Frau. Das muss man natürlich auch sehen. Sie verfügt über etwa 6.500 Mansen Besitz in Oberitalien. Das ist gigantisch. Sie wird reich beschenkt von Otto dem Großen in Burgund, Italien und ja, dem Reich nördlich der Alpen mit Sachsen. Und aus diesem reichen Besitzfundus kann sie natürlich auch dann Schenkungen vornehmen. Das tut sie auch, was Magdeburg betrifft. Sie beschenkt den heiligen Mauritius reichlichst. Der burgundische Schutzheilige wird nun auch zum Schutzpatron des neuen Erzbistums Magdeburg. Dessen Gründung hatte Otto seiner Frau im Falle an dem Magdeburger Dom liegende Mauritiuskloster. Doch schon ein Jahr nach ihrer Flucht aus Berengars Fängen muss Adelheid erkennen, dass sie ihren Widersacher keinesfalls besiegt hat. Berengar hat es tatsächlich gewagt, aus seinem Fluchtnest in Italien an den Hof Ottos und Adelheids zu kommen. Verzeihung will er erbitten. Und wenn schon nicht die Königswürde, so doch erneuten Einfluss in Italien. Was will Berengar von dir? Ich werde nicht zulassen, dass du ihn empfängst. Niemals! Die Tradition verlangt, dass ich seine Unterwerfung annehme und milde walten lasse. Ich weiß. Aber zu sehr hat er mich gedemütigt. Otto der Große wird sehr früh erkannt haben, dass Adelheid von einer anderen Art ist als die Gemahlin, die er vorher hatte, Edgitta, die eben nicht in dieser Weise in den Vordergrund getreten ist. Adelheid ist von Anfang an eine mitherrschende, mitregierende Königin.
An diesem Tag wird allen klar, dass sie mit dieser Königin zu rechnen haben. Also gut. Berenger soll warten. Erst nach 3 endlos langen Tagen empfängt Otto den Markgrafen. Ein politischer Skandal, aber Adelheids Genugtuung. Seit den Kaiserinnen der römischen Antike hat keine Frau mehr gewagt, so unmittelbar in die Politik einzugreifen. 3 Monate später weist das Königspaar dem Markgrafen gnädig seinen Platz zu, als Statthalter von Italien. Die Weltchronik Otto von Freisings zeigt Berenger am 7. August 952 demütig auf den Knien vor dem König. Wenig später droht neue Gefahr. Die Ungarn fallen ein in Ottos Reich. Gegen das gefährliche Reitervolk hatten sich Adelheids Vater und die Ottonen einst verbündet. Otto ist entschlossen, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Als er im Sommer 955 gegen die Ungarn zieht, ist Adelheid schwanger, mit jenem Sohn, der später der Thronfolger sein wird. Ganz sicher hoffte das Königspaar auf die Kraft der Heiligen Lanze, die Ottos Kriegs... Also das Interesse von Adels- und Königsfamilien, dann waren die wie füreinander geschaffen. Es kann auch einfach Liebe gewesen sein, aber das ist wirklich nur spekuliert. Am 9. Oktober 951 werden Adelheid und Otto I. in Pavia getraut. Eine Heirat mit europäischer Dimension. Der neuen Familie gehören die Königreiche Italien und das der Ottonen, zu dem Burgund, wo Adelheids Bruder Konrad inzwischen König ist. Damit und mit der Kraft der Heiligen Lanze hat König Otto die besten Aussichten auf die Kaiserkrone. Im Februar 952 bricht der Hofstaat auf nach Norden. Zu Ostern erreicht das Paar Magdeburg, Ottos Lieblingspfalz. Hier entdeckt Adelheid ein Stück ihrer Heimat Burgund wieder, den heiligen Mauritius. Diese Urkunde belegt, dass die Ottonen dem Schutzheiligen ihrer Kindheit sogar ein ganzes Kloster geweiht hatten. Das heute unter dem Magdeburger Dom liegende Mauritiuskloster. Doch schon ein Jahr nach ihrer Flucht aus Berengars Fängen muss Adelheid erkennen, dass sie ihren Widersacher keinesfalls besiegt hat. Berengar hat es tatsächlich gewagt, aus seinem Fluchtnest in Italien an den Hof Ottos und Adelheids zu kommen. Verzeihung will er erbitten. Und wenn schon nicht die Königswürde, so doch erneuten Einfluss in Italien. Was will Berengar von dir? Ich werde nicht zulassen, dass du ihn empfängst. Niemals! Die Tradition verlangt, dass ich seine Unterwerfung annehme und milde walten lasse. Ich weiß. Aber zu sehr hat er mich gedemütigt. Otto der Große wird sehr früh erkannt haben, dass Adelheid von einer anderen Art ist als die Gemahlin, die er vorher hatte, Edgitta, die eben nicht in dieser Weise in den Vordergrund getreten ist. Adelheid ist von Anfang an eine mitherrschende, mitregierende Königin. An diesem Tag wird allen klar, dass sie mit dieser Königin zu rechnen haben. Also gut. Berenger soll warten. Erst nach 3 schildert uns der dankbare Abt von Cluny den Charakter Adelheids. Seine Aufzeichnungen sorgen dafür, dass sie im 11. Jahrhundert sogar heilig gesprochen wird. Doch hätten Güte und Sanftmut genügt, um die Kaiserkrone zu erringen? Wäre Adelheid allein mit Gottvertrauen zur mächtigsten Frau des Römischen Reiches aufgestiegen? Alles begann, als ich noch ein kleines Mädchen war.
In Burgund, im Alpenland rund um den Genfersee, wächst Adelheid auf. In Saint-Maurice liegt das Machtzentrum des Königs von Burgund, Adelheids Vater. Hier ist die fünfjährige Zeugin eines großen Ereignisses, das ihr Schicksal bestimmen wird. Sie erlebt, wie ihr Vater, König Rudolf, das Wertvollste, das seine Familie besitzt, an das Herrscherhaus der Ottonen verschenkt. Die Heilige Lanze. Die Heilige Lanze ist deshalb so wichtig für ihn, weil sie ja eben diesen Nagel, so glaubt man jedenfalls in der Zeit, vom Kreuz Christi in sich birgt. Im Lanzenblatt, das ja ausgestanzt ist, befindet sich ein Nagel, der als Nagel vom Kreuz Christi angesehen wird. Deshalb ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Reliquie. Also etwas Hochwertigeres gibt es kaum, wenn nicht das Heilige Kreuz selbst. In den Besitz der Heiligen Lanze gelangte Adelheids Vater, als er einige Jahre auch Italien regierte. Jetzt streckt der neue italienische König, Hugo, seine Finger begehrlich aus nach Burgund. Zudem bedrohen die Ungarn die Grenzen von Burgund, aber auch die des ottonischen Herrschaftsbereiches. Deshalb besiegelt König Rudolf mit der Heiligen Lanze das Bündnis mit den Ottonen. Man schloss ein Bündnis untereinander und tauschte dabei die Reliquien, auf die man dieses Bündnis beschwor, aus, damit die Heiligen, deren Reliquien man besaß, und in diesem Falle bei der Heiligen Lanze natürlich die wertvollste Reliquie, die es gab, eine Berührungsreliquie Christi, diese Reliquien garantierten, dass dieses Bündnis Bestand hatte. Und insofern ist die Übergabe der Heiligen Lanze sicher für die gesamte Geschichte Adelheids ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Thronfolger Otto nimmt das symbolträchtige Geschenk entgegen. Otto gefiel mir auf den ersten Blick. Er war jung und stark. Aber es dauerte viele Jahre, bis ich ihn wieder... Eben. Als herrschende Mitregentin widmet sie sich vor allem der Festigung der ottonischen Kaisermacht. Sie baut ihre Netzwerke aus. Ihre 11-jährige Tochter Mathilde macht sie zur Äbtissin von Quedlinburg. Erst kürzlich wurden von Archäologen in der Krypta von St. Servatius an einer der Säulen Spuren der ältesten Darstellung von Kaiserin Adelheid entdeckt. Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit für die Kaiserin. Davon zeugt auch die überlebensgroße Stifterfigur im Meißner Dom, die im 13. Jahrhundert entstand. Adelheid ist eine ungemein reiche Frau. Das muss man natürlich auch sehen. Sie verfügt über etwa 6.500 Mansen Besitz in Oberitalien. Das ist gigantisch. Sie wird reich beschenkt von Otto dem Großen in Burgund, Italien, und ja, dem Reich nördlich der Alpen mit Sachsen. Und aus diesem reichen Besitzfundus kann sie natürlich auch dann Schenkungen vornehmen. Das tut sie auch, was Magdeburg betrifft. Sie beschenkt den heiligen Mauritius reichlichst. Der burgundische Schutzheilige wird nun auch zum Schutzpatron des neuen Erzbistums Magdeburg. Dessen Gründung hatte Otto seiner Frau im Falle eines Sieges gegen die Ungarn in der Lechfeldschlacht geschworen. Nun, im Jahr 968, löst er sein Versprechen ein. Aus der Mauritiuskirche wird der Magdeburger Dom. Noch heute zieren das Innere des gotischen Nachfolgebaus antike Säulen, die Adelheid und Otto einst aus Italien nach Magdeburg bringen ließen. Adelheid reist viel in jenen Jahren. Sie kehrt an die Orte ihrer Kindheit zurück, tätigt reiche Schenkungen und gründet Klöster in ganz Europa. Eines davon im burgundischen Payerne, das sie dem Gedenken ihrer Familie widmet, ein zweites San Salvatore im italienischen Pavia. Beide Klöster unterstellt sie Cluny, dem Kloster in Burgund, dem sie sich zeitlebens eng verbunden fühlt.
Wer wollte es ihm verdenken, dass Odilo, der Abt von Cluny, die Tugenden der Kaiserin zum Dank in den höchsten Tönen preist? Und da sie doch als Kaiserin ihren Leib mit prächtigen Gewändern hätte schmücken können, so wollte sie mit dergleichen unnützen Dingen sich nicht beschweren, sondern beschloss und festgenommen. Ihr ärgster Feind, der sie einst gedemütigt und bedroht hatte, ist nun selbst ein gebrochener Mann. 966 wird Markgraf Berengar in Bamberg im Kerker sterben. Die nun folgenden 10 Jahre bringen Ruhe und Stabilität in Adelheids Leben. Als herrschende Mitregentin widmet sie sich vor allem der Festigung der ottonischen Kaisermacht. Sie baut ihre Netzwerke aus. Ihre 11-jährige Tochter Mathilde macht sie zur Äbtissin von Quedlinburg. Erst kürzlich wurden von Archäologen in der Krypta von St. Servatius an einer der Säulen Spuren der ältesten Darstellung von Kaiserin Adelheid entdeckt. Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit für die Kaiserin. Davon zeugt auch die überlebensgroße Stifterfigur im Meißner Dom, die im 13. Jahrhundert entstand. Adelheid ist eine ungemein reiche Frau. Das muss man natürlich auch sehen. Sie verfügt über etwa 6.500 Mansen Besitz in Oberitalien. Das ist gigantisch. Sie wird reich beschenkt von Otto dem Großen in Burgund, Italien, und ja, dem Reich nördlich der Alpen mit Sachsen. Und aus diesem reichen Besitzfundus kann sie natürlich auch dann Schenkungen vornehmen. Das tut sie auch, was Magdeburg betrifft. Sie beschenkt den heiligen Mauritius reichlichst. Der burgundische Schutzheilige wird nun auch zum Schutzpatron des neuen Erzbistums Magdeburg. Dessen Gründung hatte Otto seiner Frau im Falle eines Sieges gegen die Ungarn in der Lechfeldschlacht geschworen. Nun, im Jahr 968, löst er sein Versprechen ein. Aus der Mauritiuskirche wird der Magdeburger Dom. Noch heute zieren das Innere des gotischen Nachfolgebaus antike Säulen, die Adelheid und Otto einst aus Italien nach Magdeburg bringen ließen. Adelheid reist viel in jenen Jahren. Sie kehrt an die Orte ihrer Kindheit zurück, tätigt reiche Schenkungen und gründet Klöster in ganz Europa. Eines davon im burgundischen Payerne, das sie dem Gedenken ihrer Familie widmet, ein zweites San Salvatore im italienischen Pavia. Beide Klöster und